Mein Name ist Pietro Orlandi. Als ich vor einigen Jahren genau hier entlang ging, drängten sich auf dem Petersplatz fast 200.000 Menschen. Es war der 19. März 2013. Jener Tag, als Papst Franziskus in sein Amt eingeführt wurde. Gläubige aus der ganzen Welt feierten ihren neuen obersten Hirten, der die Kirche in eine hoffnungsvolle Zukunft zu führen versprach. Ich hätte diesen großen Tag gerne mit meiner Schwester Emanuela gefeiert. Stattdessen kam ich nun alleine und erhoffte mir Antworten von Franziskus. Doch als ich ihn ansprach, sagte er nur: Deine Schwester ist im Himmel. Ich war überrascht und verwirrt. Wie konnte der Papst wissen, dass Emanuela tot war? Seit 35 Jahren versuche ich herauszufinden, warum meine Schwester verschwand und was mit ihr geschah. Damals im Mai 1981. Emanuela, ihre drei Schwestern und ich sind im Vatikan zur Welt gekommen und aufgewachsen. Dem kleinsten Staat der Welt mit gut 400 Bewohnern. Wir lebten praktisch in einem Dorf und der Papst war für uns eine Art Bürgermeister. Wir fühlten uns dort geborgen und sicher. Mein Vater arbeitete in der Verwaltung des Vatikan. Über 20 Jahre lang hatte er die Privataudienzen dreier Päpste koordiniert, von Paul VI., Johannes Paul I. und nun Johannes Paul II. Er war ihnen ein treuer und loyaler Diener. Wir sind Johannes Paul II. Häufig begegnet. Der Kontakt mit den im Vatikan lebenden Familien lag ihm am Herzen. Emanuela war stolz, mit dem Papst fotografiert zu werden, obwohl sie sich wegen ihrer großen Brille ein wenig schämte. Sie war 8 Jahre jünger als ich, aber wir hatten immer ein sehr enges Verhältnis. Uns beide verband die gleiche Leidenschaft für Musik. Eines Tages aber zerbrach unsere friedliche Welt hinter den Mauern des Vatikan. Am 13. Mai 1981 segnet Johannes Paul die Gläubigen auf dem Petersplatz, als plötzlich Schüsse fallen. Der Papst wird mehrfach getroffen und lebensgefährlich verletzt. Johannes Paul wird sofort zu einer Notoperation ins Krankenhaus gebracht. In das Entsetzen der Menschen mischt sich Fassungslosigkeit. Warum sollte jemand den Papst töten wollen? Die Antwort lässt mehr als 2 Jahre lang auf sich warten. Bis zum 22. Juni 1983. Ein sehr heißer Sommertag. Emanuela ist damals 15 und fragt mich, ob ich sie zum Musikunterricht fahren könne. Normalerweise schlug ich ihr selten einen Gefallen ab. Aber ich hatte meiner Freundin bereits versprochen, sie zur Uni zu bringen. Dieses eine Mal sollte Emanuela mit dem Bus zur Musikschule fahren. Sie ist verärgert und wir streiten ein wenig. Als ich meine Pläne nicht ändern will, dreht sie sich um und stürmt zur Tür hinaus. Am Spätnachmittag ruft Emanuela zu Hause an und erreicht unsere Schwester Friederika. Der erzählt sie, ein Mann habe ihr einen tollen Job angeboten. Sie solle Reklame für die Kosmetikfirma Avon verteilen.
Was mich verblüffte, war die Bezahlung. Umgerechnet fast 300 Euro, ziemlich viel für einen Tag, vor allem für ein so junges Mädchen. Nach der Schule geht Emanuela zur Bushaltestelle vor dem Senatsgebäude. Ihre Klassenkameradin Maria Grazia Cassini ist die letzte, die sie damals sieht. Emanuela fragte mich an diesem Nachmittag, wann die Chorprobe wohl zu Ende sei, denn sie habe eine Verabredung. Danach rannte sie einfach weg. Sie sagte nicht, welche Verabredung? Nein, sie sah nur auf die Uhr und sagte, sie müsse zu ihrer Verabredung. Ich sah sie dann wieder an der Haltestelle. Als der Bus kam, stiegen meine Klassenkameraden und ich ein und fuhren los. Emanuela bleibt zurück, vermutlich um den Mann zu treffen, der ihr den Job angeboten hat. Auch meine andere Schwester, Natalina, wird diesen Tag nie vergessen. Ich kam nach 8 Uhr abends von der Arbeit und fand meine Mutter völlig aufgelöst vor. Emanuela war nicht heimgekommen. Sie sagte, sucht sie, sie muss einen Unfall gehabt haben. In dieser Nacht schläft keiner von uns. Während meine Familie für Emanuelas Rückkehr betet, irre ich suchend durch die Straßen. Im Morgengrauen meldet Natalina unsere Schwester bei der Polizei als vermisst. Die Beamten wollten ein Foto, um es an ihre Kollegen zu verteilen. Sie glaubten, sie sei einfach Pizza essen gegangen. Wir nehmen die Suche daher selbst in die Hand und lassen Hunderte von Plakaten drucken. In ganz Rom begegnet den Menschen nun Emanuelas Porträt. Die Polizei nimmt den Fall weitere 10 Tage lang nicht ernst, bis der Papst plötzlich öffentlich über das Schicksal unserer Schwester spricht. Desidero esprimere la viva partecipazione con cui sono vicino alla famiglia Orlandi, la quale è nell'afflizione per la figlia Emanuela di 15 anni, che da mercoledì 22 giugno non ha fatto ritorno a casa. Condivido le ansie e l'angosciosa trepidazione dei genitori, non perdendo la speranza nel senso di umanità di chi abbia responsabilità di questo caso. Die Rede des Papstes trifft uns wie ein Schock. Als habe er Informationen, von denen wir, die Familie, nichts wissen. Er spricht von Verantwortlichen. Bedeutet das, Emanuela wurde entführt? Warum hat uns die Polizei über diese Erkenntnis nicht informiert? Und was weiß der Papst möglicherweise noch über Emanuelas Verschwinden? Seine öffentliche Ansprache alarmiert auch die Medien. Der Journalist Andrea Purgatori berichtet damals über den Fall. Und er verfolgt ihn bis heute. Die Rede des Papstes am 3. Juli, was versuchte er der Welt damit zu sagen? Seine Aussage war für jemanden Bestimmtes formuliert, der sie verstehen sollte. Der Papst sagt nichts einfach zufällig. Wenn er spricht, will er immer eine wichtige Botschaft aussenden. Und da er solche Statements nicht jeden Tag abgibt, war klar, diese Nachricht sollte jemand Bestimmten erreichen. Wenn Johannes Paul eine öffentliche Botschaft an Unbekannte richtet, muss er wichtige Informationen über das Schicksal meiner Schwester besitzen. Aber woher? Wenig später erinnert sich ein Verkehrspolizist an den Tag, als Emanuela verschwand. Und an eine wichtige Beobachtung.
Ein Mädchen fragte mich nach dem Palazzo Borromini. Es war Emanuela Orlandi. Am Nachmittag? Ja, an diesem 22. Juni. Genau. War dieses Mädchen in Begleitung? Ja, ein Mann war bei ihr. Können Sie ihn beschreiben? Er war etwa 35 Jahre alt und ich schätze 1,75 groß. Oder etwas größer. Ziemlich dünn, mit einem, ich würde sagen, schmalen Gesicht. Er hatte schütteres Haar. Nach den Angaben des Zeugen lässt die Polizei ein Phantombild erstellen. Wer ist dieser Mann? Und hat er Emanuela möglicherweise entführt? Sie ist bereits seit 13 Tagen verschwunden, als mein Vater einen schockierenden Anruf erhält. Pronto? Lei volti bene, abbiamo pochi momenti. Questa essere il della sua figliola. Pronto? Convita la signora di fare una male di bambini. Dovrei fare il test di sé. Pronto? Pronto? Signor Orlandi? Pronto? È la causa di sua soddisfazione? Sì, ma mi faccia una proposta almeno, no? Mi ascolti. Sì? Il funzionario del Vaticano. Sì? Non mancheranno di mettersi in contatto con lei. Sì, ma la bambina sta bene, mi dica almeno, no? Non preoccupi, io non potrei ora avanzare a parlare. Al buongiorno. Più presto possibile, altrimenti mi fate morire mia moglie e io stesso. Buongiorno a lei. Grazie. Der Anruf der Entführer gibt uns neue Hoffnung. Erst recht, als wir hören, dass sie sich auch im Pressezentrum des Vatikan gemeldet haben. Für die Polizei in Rom war der Fall eine fast normale Entführung. Heute jedoch änderte ein Telefonanruf alles. Ein Redakteur der Nachrichtenagentur ANSA beschrieb den Anrufer als nervösen jungen Mann, der sagte: Wir geben Emanuela Orlandi zurück, sobald der Papstattentäter Ali Agca freigelassen wird. Agca war nach den Schüssen auf den Papst vor 2 Jahren zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Ermittler wollen jetzt herausfinden, ob der erste Entführungsfall der jüngeren Vatikangeschichte möglicherweise mit dem Anschlag auf Papst Johannes Paul vor 2 Jahren zusammenhängt. Die Entführer setzen für die Freilassung Agcas eine Frist von 14 Tagen bis zum 20. Juli. Und sie weisen auf einen Papierkorb an einem öffentlichen Platz nahe dem Parlament hin. Er enthalte Beweise dafür, dass sich Emanuela in ihrer Gewalt befinde. Die Polizei findet dort Fotokopien ihres Schulausweises, eine Quittung und eine handschriftliche Notiz meiner Schwester. Doch was hat das Attentat auf den Papst mit Emanuelas Verschwinden zu tun? 3 Tage vor Ablauf der gesetzten Frist geschieht etwas Überraschendes. Johannes Paul II. Wendet sich vor der gesamten Weltöffentlichkeit mit einem weiteren Appell an die Entführer. Nie zuvor hat sich ein Papst so deutlich zu einem Kriminalfall geäußert. Per parte mia posso assicurare che si sta cercando di fare quanto è umanamente possibile per contribuire alla felice soluzione della dolorosa vicenda. Nach der Ansprache des Papstes in Rom veröffentlichten die mutmaßlichen Entführer heute eine Aufnahme mit den Schmerzensschreien einer Frau. Manchmal bin ich mir sicher, Emanuelas Stimme zu erkennen. Aber offenbar wurde das Band geschnitten, denn ich höre keine Männerstimmen.
Wie oft habe ich mir dieses Band in den letzten 35 Jahren schon angehört? Später erhalte ich ein vertrauliches Dokument des Geheimdienstes mit der Abschrift der Originalaufnahme. Darin sind auch männliche Stimmen aufgeführt. Italienischer Geheimdienst SISDE. Die Analyse des Tonbands vermittelt den Eindruck, dass eine wehrlose Frau offenbar sexuellen Misshandlungen durch drei aufeinanderfolgende Personen ausgesetzt ist. A. eine Mädchenstimme, B. eine Männerstimme im Hintergrund. Warum wurde ein so wichtiges Detail aus dem Band herausgeschnitten? Und noch wichtiger, wer waren diese Männer? Kurz nach Veröffentlichung der Aufnahme verlangen die Entführer ein Telefonat, um über Emanuelas Freilassung zu verhandeln. Aber sie wollen nicht mit der Polizei sprechen, sondern mit dem Vatikan. Vor wenigen Augenblicken gab die Pressestelle des Vatikan die folgende Mitteilung heraus. Bezüglich der Bitte der Entführer von Emanuela Orlandi um eine direkte Verbindung geben wir bekannt. Die Leitung steht. Die Durchwahl ist 6985. 6985. Nennen Sie danach den vereinbarten Code. Kardinal Agostino Casaroli ist damals Staatssekretär des Vatikan und wird geschätzt für sein diplomatisches Geschick in internationalen Verhandlungen. Doch gerade als das Gespräch beginnt, bricht die Aufnahme ab. Bis heute gibt der Vatikan nicht preis, worüber der Kardinal mit dem Entführer meiner Schwester sprach. Welchen Eindruck macht der Anrufer auf Sie, der Mann, der zum Staatssekretär durchgestellt wurde? Er wurde nicht nur durchgestellt. Nach meinen Informationen bat Kardinal Casaroli nach diesem Gespräch die italienische Regierung, die Polizei und den Geheimdienst im Hintergrund zu bleiben. Und das taten sie. Die Frist zur Freilassung Ali Akshars und der Rettung meiner Schwester lief in wenigen Tagen ab. Warum wurde die Polizei nicht enger in die Verhandlungen eingebunden? Warum ließen sie den Vatikan mit den Entführern reden? Die Geschichte von Emanuela Orlandi bleibt rätselhaft. Heute Nacht endet das Ultimatum. Kommt Ali Akçar nicht auf freien Fuß, wird das Mädchen getötet. Der 20. Juli verstreicht. Ali Akçar bleibt in Haft, ohne eine Reaktion der Entführer. Ist Emanuela überhaupt noch am Leben? Mein Vater arbeitet weiter als Hofdiener für Johannes Paul II. Sie reden jeden Tag miteinander, jedoch nie über das Schicksal meiner Schwester. Es würde als respektlos dem Papst gegenüber empfunden, solche Fragen zu stellen. Und der Papst spricht das Thema von sich aus nicht an. Schließlich wendet sich mein Vater direkt an die Entführer und bittet sie, sich bei uns zu melden.
messaggio di Ercole Orlandi per i rapitori e della figlia Emanuela. Io, il padre di Emanuela ed interprete del pensiero, delle sensazioni, del turbamento profondo e incommensurabile, dolore di mia moglie, ho deciso di rispondervi personalmente e direttamente. Noi, padre e madre di Emanuela, abbiamo il diritto di chiedere a voi una precisa risposta. Se Emanuela è ancora viva, provatelo. Se la cara e adorata Emanuela è morta, indicateci il luogo dove trovare la nostra Emanuela, perché in ginocchio noi si possa pregare per lei vicino a lei. An Weihnachten wird Emanuela bereits 6 Monate lang vermisst. Kein Lebenszeichen mehr von ihr zu erhalten, lässt uns das Schlimmste befürchten. Für einen Moment werden wir aus den düsteren Gedanken gerissen, als uns der Papst überraschend besucht. Will er uns einen neuen Hinweis geben? Johannes Paul II. Erklärt uns, es gebe 2 Arten von Terrorismus, nationalen und internationalen. In unserem Fall handle es sich um internationalen Terrorismus und er werde alles in seiner Macht Stehende tun, uns Emanuela zurückzubringen. Mein Vater und meine Mutter sind dem Papst unendlich dankbar. Seine Worte stärken unser Vertrauen in die Behörden des Vatikanstaates. Völlig unerwartet bietet er mir zudem eine Stelle in der Vatikanbank an. Für einen 23-Jährigen ohne nennenswerte Erfahrung eine große Chance. Doch ich war verwirrt. Sein Besuch damals sollte uns beruhigen. Warum aber sprach er über internationalen Terrorismus? Was wusste Johannes Paul II.? Und was verschwieg er? Mehr als 2 Jahrzehnte vergehen ohne eine neue Spur von Emanuela. Das Versprechen des Papstes verblasst. Mein Vater hat sein gesamtes Leben dem Vatikan gewidmet. Doch sein Vertrauen in die katholische Kirche ist erloschen. 2004 sagt er kurz vor seinem Tod: Ich wurde betrogen von jenen, denen ich treu gedient habe. Ein Jahr später, im April 2005, stirbt auch Johannes Paul II. Bis zum letzten Tag habe ich immer gehofft, der Papst würde uns die Wahrheit sagen über das Schicksal meiner Schwester. Und in seinem Testament schreibt er: Ich hinterlasse keinen Besitz, über den ich verfügen müsste. Die Habseligkeiten meines Alltags mögen angemessen verteilt, meine persönlichen Notizen verbrannt werden. Der Papst hat seine Geheimnisse mit ins Grab genommen. Zumindest glauben wir das. Ein Jahr später allerdings erfahre ich, Johannes Paul II. Hat seinen langjährigen und einflussreichen Sekretär Don Stanislao mit seinem Nachlass betraut. Und offenbar hat Stanislao dem Papst hinsichtlich der persönlichen Notizen seinen letzten Willen verwehrt. Die Aufzeichnungen erscheinen ihm zu wichtig, um sie zu verbrennen. Mehr als 10 Jahre lang bitte ich die Stiftung Johannes Paul II. Um Einsicht in diese Papiere. Doch alle meine Anfragen werden abgelehnt. Im September 2005 jedoch taucht ein anderer möglicher Anhaltspunkt auf. Eine Information, die das Schicksal meiner Schwester wieder in den Blickpunkt der Öffentlichkeit rückt.
22 Jahren nach Emanuelas Verschwinden erhält ein lokaler Nachrichtensender einen anonymen Anruf. Mit einem Hinweis, der ihrer Entführung eine völlig neue Dimension gibt. Di Emanuela Orlandi, per trovare la soluzione del caso andate a vedere chi è sepolto nella cripta della Basilica di Santa Apollinare e del favore che Renatino fece al Cardinal Poletti all'epoca. In der Basilica Santa Apollinare, auf die uns der anonyme Anrufer hinwies, liegt Enrico de Pedis begraben, ein Gangster der Magliana-Bande. La Magliana ist ein Bezirk hier in Rom. De Pedis, genannt Renatino, war der letzte große Pater einer ehemaligen Mafia-Organisation und 1990 auf offener Straße erschossen worden. Doch die Leiche des Kriminellen ruht offenbar an einem Ort, an dem über Jahrhunderte hinweg nur Regenten und große Künstler beigesetzt wurden. Wie kommt es, dass ein berüchtigter Gangster neben den angesehensten Persönlichkeiten Roms bestattet liegt? Ich fordere die Behörden auf, De Pedis Grab zu öffnen. Finden sich dort vielleicht Hinweise auf das Schicksal meiner Schwester? Aber meine Anträge werden abgewiesen. Ich wende mich an die Medien und gebe in etlichen Fernsehsendungen Interviews, um den öffentlichen Druck auf die Behörden zu erhöhen. Ich habe mit den Ermittlern, mit Vertretern der Mafia, der Kirche und der Regierung gesprochen. Ich wollte alles erfahren. Viele Menschen erklären sich solidarisch mit mir und beginnen, meine Suche nach der Wahrheit zu unterstützen. Die Polizei, der Geheimdienst und der Vatikan hingegen schweigen. Wie schon so lange. Niemand will erklären, warum Enrico de Pedis damals eine so exklusive Grabstätte erhalten hat. Die Genehmigung muss das Vikariat von Rom erteilt haben. Und das Innenministerium. Denn bei einer so besonderen Beerdigung wird doch der Lebenslauf eines Menschen berücksichtigt. Seine wohltätigen Leistungen. Wir müssen herausfinden, wem sie nützten. De Pedis unterschied sich von den anderen Gründungsmitgliedern der Magliana-Bande. Er dachte anders. Er war klug und konnte sich ausdrücken, sogar in Verhandlungen mit Menschen aus der Politik, beispielsweise aus Ministerien. Das konnten die anderen offenbar nicht. Drei Jahre lang kämpfe ich darum, die Grabstätte von De Pedis öffnen zu lassen. Vergeblich. Aber zum 25. Jahrestag von Emanuelas Verschwinden enthüllt ein Journalist eine seltsame Geschichte über De Pedis und eine bekannte Schönheit, Sabrina Minardi. In den späten 1970er Jahren war sie mit dem italienischen Fußballstar Bruno Giordano verheiratet. 1982 aber sorgt sie für einen Skandal, als sie den Sportler verlässt, für De Pedis. Und 26 Jahre später geht sie zur Polizei, um eine Zeugenaussage über die Ereignisse des 22. Juni 1983 zu machen, jenem Tag, als Emanuela verschwand. Innenministerium, Polizeipräsidium, Einsatzkräfte, Staatsanwaltschaft am Gericht Rom. Auf De Pedis überraschende Bitte brachte Sabrina Minardi das Mädchen an den angegebenen Ort, wo ein Mann in geistlicher Kleidung sie erwartete. In einer schwarzen Limousine mit abgedunkelten Scheiben und einem Nummernschild des Vatikan. Emanuela un po' piangeva, un po' rideva, era come drogata.
chiedeva del fratello. Poi la presero dalla macchina, quasi di peso. Sabrina Minardi erklärte, die Entführung von Emanuela Orlandi habe mit Verbindungen der Kirche zur Maljana-Bande zu tun, insbesondere zwischen De Pedis und Monsignore Marcinkus, dem damaligen Präsidenten der Vatikanbank. Marcinkus, ich kenne diesen Mann. Erzbischof Paul Kasimir Marcinkus, der oberste Chef der Vatikanbank. Ich habe für ihn gearbeitet. Er war jahrelang mein Vorgesetzter, nachdem der Papst mir an Weihnachten 1983 diesen Job angeboten hatte. Johannes Paul II. Und sein überraschender Besuch bei unserer Familie damals. Im Nachhinein wirft dieser Abend immer mehr Fragen auf. Warum wollte er mich ausgerechnet in der Vatikanbank haben? Damit Marcinkus mich im Auge behielt, während ich versuchte, die Wahrheit über meine Schwester herauszufinden? Als ich dort arbeitete, wusste ich nichts über eine mögliche Verstrickung der Maljana-Bande in Emanuelas Entführung oder einer Verbindung von De Pedis mit Marcinkus und dem Vatikan. ...2009 verließ ich die Bank. Nach 26 Jahren. Offiziell nannte der Vatikan es Vorruhestand. Richtiger ist wohl, ich wurde vor die Tür gesetzt. War ich der Wahrheit möglicherweise zu nahe gekommen? ...2012 zeigen meine öffentlichen Auftritte endlich Erfolg. Der Vatikan erklärt sich bereit, das Grab von Enrico De Pedis zu öffnen. Drei Schichten aus Kupfer und Zink umschließen den Sarg von Renatino De Pedis, der bei einer Abrechnung unter Kriminellen erschossen und in der Basilika bestattet wurde. Ein dunkelblauer Anzug mit Krawatte, ein weißes, nun vergilbtes Hemd und sein perfekt konservierter Körper, das fanden die forensischen Ermittler, als sie in der Basilica Santa Polinare die Gruft des Maljana-Bosses untersuchten. 29 Jahre des Schweigens und der Geheimnisse. Ich habe immer vermutet, dass die Wahrheit für irgendjemanden bis heute sehr unbequem ist. Nachdem De Pedis Bild nun in allen Medien präsent ist, fällt mir plötzlich die Verbindung auf, zum ersten Hinweis damals auf das Verschwinden meiner Schwester. Das Phantombild von 1983. Der Mann, den der Verkehrspolizist mit Emanuela gesehen hatte. Es war Enrico De Pedis. Allmählich glaube ich, die Zusammenhänge ihrer Entführung zu verstehen. Auch wenn sich in De Pedis Grab kein Hinweis auf meine Schwester gefunden hatte, es war bekannt, dass der Vatikan Geschäftsbeziehungen zur italienischen Mafia unterhielt. Kurz nach De Pedis Exhumierung sprechen die ersten Schlagzeilen von Millionensummen aus kriminellen Quellen, die in der Vatikanbank gewaschen wurden und dann angeblich wieder verschwanden. Mir wird klar, dass Emanuelas Entführung mit diesem Geld zusammenhing und nicht etwa mit dem Papstattentäter Ali Akşa.
Haben der Vatikan und die Mafia diese falsche Spur nur gelegt, um von Emanuelas wahren Entführern abzulenken? Dann wäre Akscha nur ein Komparse in diesem Täuschungsmanöver gewesen. Warum ausgerechnet Emanuela zum Opfer wurde? Eine Journalistin, die anonym bleiben möchte, glaubt eine Erklärung zu haben. Durch einen merkwürdigen Zufall geriet ihre Schwester in Vorgänge, die Richter Giovanni Falcone einmal das große Spiel der Geschichte nannte. Es verschwanden horrende Summen, die nachweislich aus der kriminellen Unterwelt stammten. Einer Welt, in der man für Geld tötet. Das war der Hintergrund der Entführung. Aber dieser Zusammenhang durfte natürlich keinesfalls ans Licht kommen. Denn das Ansehen der Kirche war in Gefahr. Wurde meine Schwester tatsächlich entführt, weil die Malianer-Bande vom Vatikan ihr Geld zurückhaben wollte? Aber wofür brauchte der Vatikan überhaupt solche gewaltigen Summen? Und warum aus kriminellen Quellen? Ich finde die Antworten darauf in einem Brief des Bankiers Roberto Calvi an Johannes Paul II. Darin droht er dem Vatikan im Juni 1982 mit der Enthüllung, dass mit dem gestohlenen Geld die polnische Bewegung Solidarność finanziert werden sollte. Die erste liberale Gewerkschaft Polens, die nicht von den Kommunisten kontrolliert wurde. Ein Jahr vor dem Verschwinden meiner Schwester schreibt Calvi: Eure Heiligkeit, ich war es, der die Fehler und Verpflichtungen der früheren und heutigen Führung der Vatikanbank geschultert hat. Viele möchten wissen, ob ich Finanzmittel für Solidarność oder sogar Waffen und Geld für andere Organisationen im Ostblock bereitgestellt habe. Eure Heiligkeit, nur durch Ihr Eingreifen ist es noch möglich, das Schreckgespenst dieses dunklen Punktes zu verjagen. Dankbar küsse ich den Fischerring und versichere Ihnen meine treue Ergebenheit. Roberto Calvi. 12 Tage später wird Calvi in London tot aufgefunden. Ermordet. Der Bankier starb am Donnerstag, den 17. Juni zwischen 19 und 22 Uhr. Er wurde mit einem Seil erdrosselt und bei Hochwasser unter dem Stahlgerüst an der Nordseite der Blackfriars-Brücke über der Themse aufgehängt. Nutzte der Vatikan Mafiageld, um den Kommunismus zu bekämpfen? Diese Enthüllung hätten Kirche und Papst Johannes Paul in eine gefährliche Lage gebracht. Er musste sich schützen. Wurde meine Schwester auf dem Altar des Kalten Krieges geopfert? Für den Zusammenbruch der Sowjetunion? 2016 wird bekannt, der Vatikan und die italienische Regierung haben hinter verschlossenen Türen über den Fall meiner Schwester verhandelt. Der Journalist Gianluigi Nuzzi hatte damals Zugang zu den Protokollen. Auf der einen Seite ist der italienische Staat. Auf der anderen Seite sitzen zwei Würdenträger des Vatikan. Sie verhandeln. Das heißt, der eine bietet dem anderen etwas an. Ein Tauschgeschäft. Der Vatikan ist bereit, das Dossier über ihre Schwester freizugeben, inklusive einiger Beweise. Im Gegenzug bittet er den Staatsanwalt, die in Santa Polinare bestattete Leiche von De Pedis anderswohin zu verlegen, weil sie ihnen peinlich ist.
Nun erscheint es logisch, warum Enrico De Pedis schließlich 2012 doch exhumiert werden durfte. Die italienische Regierung schafft dem Vatikan damit einen belastenden Toten vom Hals und erhält dafür Informationen über Emanuelas Verschwinden. Doch was besagen diese Informationen? Um endlich die Wahrheit über das Schicksal meiner Schwester zu erfahren, formuliere ich eine offizielle Beschwerde. Mit Hilfe der römischen Anwältin Laura Sgro. An den Sicherheitschef von Vatikanstadt. Verschiedene Quellen belegen Verhandlungen, die zwischen Ende 2011 und den ersten Monaten des Jahres 2012 auf dem Hoheitsgebiet des Vatikanstaates stattfanden. Es ist notwendig, dass der Vatikanstaat Untersuchungen über das Verschwinden von Emanuela Orlandi einleitet und endgültig jede Verwicklung des Vatikan in diesen tragischen Fall offenlegt. Hochachtungsvoll. 21. November 2017. Allein, dass diese Verhandlungen stattfanden, ist für mich die wichtigste Information seit 34 Jahren. Aber noch wichtiger ist der Umstand, dass niemand diese Verhandlungen je abgestritten hat. Ihr Schweigen ist nur eine noch deutlichere Bestätigung. Nun muss der Vatikan diese Verhandlungen erklären und alle Ungereimtheiten der vergangenen Jahre. Denn Emanuela ist Bürgerin des Vatikan. Unser sorgenfreies Leben im kleinsten Staat der Welt erscheint mir heute so unwirklich. Das Privileg, im Vatikan geboren zu sein, Emanuela wurde es zum Verhängnis. Ihr Vermächtnis sind bittere Erkenntnisse, Einblicke in Vorgänge, die unfassbar scheinen, mit jedem Jahr mehr. Im April 2014 wird Papst Johannes Paul II. Heilig gesprochen. In den Augen des Vatikan ist er nun unangreifbar. Ich glaube jedoch, dass heute auch Papst Franziskus über das Schicksal meiner Schwester Bescheid weiß, so wie auch schon seine Vorgänger. 35 Jahre sind vergangen, seit meine Schwester verschwand. Inzwischen bin ich kein Bürger des Vatikanstaates mehr, denn ich habe eine Frau von außerhalb geheiratet. Die Vatikanbank zwang mich in den Ruhestand. Ich habe zu viele Fragen gestellt, die niemand beantworten wollte. An diesem Ort, der einst unsere Kindheit beschützte, bin ich heute eine unerwünschte Person. Aber der Schmerz über den Verlust meiner Schwester ist stärker als der Widerstand des Vatikan. Ich werde die Wahrheit erfahren. Für mich. Und für meine Schwester.